Ja, hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Heute ein paar Gedanken über die Angst. Viele Menschen, die meisten Menschen, ja, schlussendlich alle Menschen haben Angst vor dem Sterben. Zumindest die, die es noch nicht erlebt haben. Vielleicht diejenigen, die wieder zurückgekommen sind aus diesem, ja, manche sagen ja Tunnel oder so, so Nahtoderfahrungen, die wissen vielleicht, es geht immer weiter nach dem Tod, aber die anderen wissen es höchstens aus Büchern. Aber das ist, wenn nicht wirklich ein Wissen. Und aus Angst macht man viele komische Dinge. Nun, man hat Angst, jemanden zu verlieren. Was macht man? Man hängt sich fest, man klammert, man läuft hinterher, man macht alles, was der andere möchte, was dem anderen gut zu tun scheint und vergisst sich dadurch selber. Man hat Angst, nicht gemocht zu werden. Man ist immer da, wenn man gebraucht wird und vergisst, sind die anderen überhaupt da, wenn man selber jemand braucht? Man hat Angst, dass der Chef einen nicht mehr mag, man gekündigt wird, dass man die Arbeit verliert. Nun, man arbeitet mehr, man macht Überstunden, ohne auf sich, ohne auf die Familie zu achten, weil man denkt, man muss da sein, weil sonst wird man gekündigt, sonst hat man kein Geld, sonst ist dies, sonst ist das. Man hat Angst, Freunde zu verlieren, man rennt hinterher, man hilft gerne, auch hier wieder, man vergisst sich selbst. Man hat Angst, krank zu werden, geht zu 5000 Millionen Therapeuten, versichert sich gegen dies, gegen jenes, gegen welches, aber die Angst vor Krankheit verschwindet nicht, ist immer noch da. Und so macht man aus Angst vor dem Leben, aus Angst vor dem Tod, ja, manche haben wirklich Angst auch vor dem Leben, deswegen verbarrikadiert man sich, baut Mauern, dass man ja nicht gesehen wird, ja nicht angefasst wird, ja nicht berührt werden kann. Und somit denkt man, man wird nie mehr verletzt. Ja, vielleicht von anderen nicht, aber man verletzt sich selber, wenn man Mauern baut, sich dem Leben verschließt. Wenn man Angst vor dem Leben hat, dann lebt man nicht. Man versucht sich zu schützen, man denkt, überall sind Erreger, man muss sich schützen, desinfizieren den ganzen Tag, darf nicht mehr atmen. Ja, schlussendlich, was passiert? Man verliert das Leben, weil man nicht lebt, weil man sich nur schützt. Ein Boxer, der sich nur schützt, weil er Angst hat, einen einzustecken, sobald er losschlägt, die Deckung also öffnet, was immer passiert, ist normal, hat Angst und dann kriegt er eben noch mehr drauf auf die Hucke und verliert schlussendlich sowieso. Und so macht man aus Angst vielerlei Dinge. Und dann liest man in Büchern, ja, du musst dies machen, diese Strategie, jene Strategie. Aber der Mensch verliert dadurch, durch die Bücher, nicht die Angst. Die Angst ist allgegenwärtig, ist ein ja normales Teil des Lebens, nämlich die Angst. Nicht die Angst vor dem Säbelzahntiger, das ist nämlich nicht wirklich eine Angst. Denn wenn der Tiger kommt, macht man instinktiv das Richtige, man rennt weg, man kämpft, man stellt sich tot. Gut, dann hat man vielleicht Pech, gefressen zu werden. Man hat intuitive Strategien. Doch wenn man denkt, was ist, wenn die anderen mich nicht mögen? Ich muss alles tun, was die wollen, das geht auch unterbewusst alles ab. Dann entsteht diese Angst aufgrund des Denkens. Wenn man nicht definieren würde, mögen die mich oder mögen die mich nicht, hätte man nie Angst, nicht gemocht zu werden, weil es gar niemanden interessiert, besonders einen selber nicht. Und so entsteht die Angst eigentlich aufgrund der Definition durch das Denken. Das andere ist eine instinktive Reaktion des Körpers. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Vorsicht. So wie die Mama erstmal aus Angst das Kind festhält, eine normale Angst um das Wesen, das kleine Wesen, weil es eben noch nicht selbstständig ist.
Ist normal, dass man das Kind dann an der Straße festhält erstmal und irgendwann kann man es loslassen, dann kann es alleine drüber. Dann hat man natürlich immer noch ein bisschen Angst um sein Kind. Aber manche haben so viel Angst, dass sie das Kind jeden Tag direkt an die Schultür begleiten. Und dann sieht man, es kommt nicht wirklich was Gutes bei raus. Wie sagt man so, Helikoptereltern. Alles Angst. Es hat nichts mit gesundem Instinkt zu tun. Auf der anderen Seite sieht man, wenn man Auto fährt, da sterben viel mehr Menschen wie beim Fliegen. Und trotzdem haben manche Angst vorm Fliegen, aber vom Autofahren nicht. Also es ist ja völlig widersinnig manchmal. Und so macht man eben komische Sachen, weil man das Leben, die Situationen des Lebens, die einem nicht gut tun, die einem komisch vorkommen, die einem Angst machen, diese definiert man eben und dann hat man Angst. Es könnte dieses, jenes, welches passieren. Ja, aber es kann im Leben so viel passieren. Nun, ein paar Gedanken zum Tag, zum Thema Angst. Gibt viele Videos auf meinem Kanal auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga, über Angst und die Ursachen und dem, was man tun kann. Auch hier gibt es das Video über das Wurzelchakra, das Muladhara-Chakra. Könnt ihr euch anschauen. Und so sage ich mal, danke für diesen Tag, bis bald, bis zum nächsten Mal. Und abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, da freue ich mich immer drauf. Und bis bald.